Die Zinsen, die Inflation, die Fed und die Märkte, das ist im Fokus heute, denn es tut sich einiges. Normalerweise hätte ich das Video schon früher machen wollen, aber dann kam mir James Bullard von der Fed dazwischen. Das musste ich kurz noch berichten auf Finanzmarktwelt, deswegen ein bisschen später, aber jetzt in medias res, denn es gibt viel zu berichten. Ja, die Inflation. 7,5% deutlich über der Erwartung. JP Morgan hat sich offenkundig geirrt. Gestern hatte man ja das Gerücht gestreut, ja, die Zahl heute könnte unter der Erwartung sein. Das Gegenteil war der Fall. Und die Märkte erstmal not amused, aber dann ist man wieder nach oben gegangen. Warum wollen wir gleich vielleicht mal aufklären oder welche Logik dahinter stehen könnte. Aber wenn wir uns mal anschauen, was da gestiegen ist seit Januar 2021. Kaffee zum Beispiel 92%, Erdgas 81%, Öl 66%, Gebrauchtwagen 45%, Benzin 36% und, und. Also es ist schon ein ziemlich heftiger Cocktail, der da entstanden ist, und wir haben jetzt das neunte Mal bei den letzten 11 Veröffentlichungen liegen wir über den Erwartungen, und die 7,5%, ob saisonal irgendwie adjusted oder wie auch immer, kann ich jetzt nicht beurteilen, welchen Faktor man da angelegt hat, aber sei es drum, wir sehen, dass nicht mal die allerhöchsten Schätzungen der Credit Suisse und Standard Chartered mit 4,4% ausgereicht haben. Es war 7,5%, und ja, das ist natürlich dann angesichts von Zinsen bei Null schon eine kleine Differenz, eine gewisse Kluft, und wir sehen, dass die Fed jetzt ziemlich nervös wird, dazu auch gleich mehr, und schauen uns mal an, wie es denn mit den Realzinsen aussieht. Da gibt es die Türkei, die ist an Nummer 1 mit minus 34,7%, dann kommt Argentinien minus 10,9% und Bronze holt die USA mit 7,4%, und hier ein Bild, wo ein paar ältere Herren sich kaputt lachen. Wir haben 4 Billionen Dollar gedruckt und wir haben ihnen erzählt, Inflation ist transitory, aber die Fed lacht jetzt nicht mehr, hat man das Gefühl. Die sind jetzt nicht mehr so gut drauf. Shelter Inflation, höchster Stand seit 1991. Wir sehen Rent Inflation auch nicht gerade ohne, und insgesamt sehen wir bei diesen Zahlen, dass die sogenannte Sticky Price, Consumer Price Inflation, das sind also Güter oder bestimmte Dinge, die normalerweise im Preis sich nicht schnell verändern, die verändern sich sehr, sehr schnell, und sie verändern sich sehr ungünstig, nämlich dieser von Atlanta Fed berechnete Sticky Price Consumer Price Index, der ist jetzt 7,5% gestiegen im Januar zum Vorjahresmonat. Im Dezember, also im letzten Monat, betrug der Vergleich nur 4,3%. Wir sehen also, wie das eskaliert, und das Weiße Haus hat in Gestalt des Wirtschaftsberaters dann gesagt, ja, also es sei doch jetzt für die fette Zeit, hier die Unterstützung für die Wirtschaft einzustellen mittels ihrer Geldpolitik. Zero Hedge kommentiert, Biden telling Powell to crash the economy. This should send everything limit up, also das sollte sozusagen alles nach oben schmeißen, denn das ist die Logik, die wir gleich erkennen werden. Die Märkte haben irgendwie so einen Hintergedanken, ob der berechtigt ist, sei dahingestellt. Aber Core Inflation ohne Housing, also Core Inflation, die Kerninflation, das ist die Inflation ohne Nahrung und Energie, und hier wird dann auch noch der ganze Hausbereich rausgenommen. Läge bei 7,22%. Der Chart geht nur zurück bis 1983. Das gab es selbst in den 80er Jahren noch nicht. Oder ist da nicht vorgekommen. Wir sehen also, wie krass die Dinge teilweise sind. Und dann hat sich Joe Biden hingestellt und hat gesagt, ja, okay, ich habe ja zwei Top-Prioritäten. Das eine ist die Wirtschaft und die Arbeitsplätze. Da schaut es doch ganz gut aus. Nur mit der Inflation, da haben wir ein bisschen was ein Problem. Aber das wird dann 2022 wird das etwas weniger. Und dann die Aussage, aber Gott sei Dank haben wir positive Real Wage Growth gesehen im letzten Monat. Also wir haben positive Reallohnentwicklung gesehen. Das heißt, die Löhne minus Inflation seien positiv. Die Kaufkraft der Amerikaner wäre dadurch gestiegen. Ist das der Fall? Nein, Joe Biden, da hast du die Dinge so ein bisschen in deine Richtung interpretiert, wie du sie haben willst. Das erinnert so ein bisschen an den Vorgänger. Wie hieß der nochmal? Den Namen habe ich vergessen. Aber der hat auch teilweise die Dinge so gedreht, wie er sie haben wollte. Wir sehen hier Real Weekly Earnings minus 3,4%, Real Average Hourly Earnings minus 1,7%, und hier sehen wir mal, wie sich das
niederschlägt, nämlich akut in Kaufkraftverlusten. Im Grunde seit Beginn des Jahres 2021 verlieren die Amerikaner Kaufkraft, weil die Inflation schneller steigt als die Löhne. Und das will Joe Biden ja eigentlich ändern, nämlich dass die Löhne steigen. Und er fängt damit jetzt mal an für Staatsangestellte. Die kriegen jetzt nochmal eine Anhebung von 4,6%. Die hatten kürzlich schon mal eine Anhebung von 2,7% bekommen. Man will ja mit der Inflationsrate mitkommen, aber man ist dann eben schnell in dieser Lohnpreisspirale. Das ist das ganz große Problem, das auch von der Regierung jetzt offenkundig mit noch forciert wird. Also hier haben wir einmal das Kasperl-Kabinett der Fed und dann haben wir natürlich noch die Traumtänzer seitens der EZB. Die sind natürlich auch in einer etwas ungünstigen Position. Und hier hagelt es teilweise an Kritik in verschiedenen Medien oder von Analysten, etwa Panic Strike in ECB. Es verliert die Kontrolle über die Märkte, so Reuters von ING, Bjeski sagt, die Communication Mission failed, also die haben ein echtes Problem bei der Kommunikation. Lagarde hat Panik bekommen und ist zu einem Hawk geworden, so die UniCredit. Oder hier auch UBS, sie alle kommentieren ziemlich harsch, was da bei der EZB alles schiefgelaufen ist. Und jetzt gibt es offenkundig innerhalb der EZB immer mehr Opposition, gibt es immer mehr Vertreter, die sagen, Mensch, wir müssen hier was ändern, unsere Inflationsprognose stimmt nicht. Und wenn man es mal genau überlegt, wann hat die EZB recht gehabt mit der Inflation? Das muss irgendwie im 17. Jahrhundert gewesen sein oder so. Sven Henrik mit dem saftigen Kommentar. Ja, es ist ziemlich mies, wenn man nicht mal mehr seinen eigenen Bullshit glaubt. Der Guindos, der Fed-Vize, hat heute gesagt, ja, die Inflation könnte doch länger als erwartet vielleicht ein bisschen höher bleiben, aber sie dürfte dann doch in diesem Jahr irgendwann fallen oder vielleicht hoffentlich. Aber es gibt auch Upside-Risks für den Inflationsausblick, so die Guindos. Also die Jungs, die haben schon ziemlich die Muffe jetzt bekommen. Klar, wenn du so daneben liegst und so offenkundig daneben liegst, dass jeder Idiot versteht, was da passiert, dann hast du natürlich ein Thema. Und selbst Marcello Fraccherino hat ansatzweise Kritik an der EZB. Er sagt nämlich, die EZB muss sich auf den Ausstieg aus ihrer expansiven Geldpolitik jetzt vorbereiten und besser kommunizieren. Der Marcello, der wagt was, gell? Der lehnt sich aus dem Fenster. Das ist ja ein Vorwurf, Marcello. Die EZB könnte noch besser kommunizieren. Ich finde, dass die schon so gut kommuniziert, dass es kracht. Und dann stellt der Marcello die Frage, Politik, Öffentlichkeit, Wissenschaft sollten nicht in Panik verfallen, immer diese Panikmacher, sondern sollten die Frage stellen, wer denn Nachteile und Vorteile hat, Verlierer und Gewinner. Nun, bei einer Inflation verlieren meistens die allermeisten. Marcello, vielleicht ist das die kurze Antwort auf deine schwachsinnige Frage, aber gehen wir mal weiter. Jedenfalls, wenn wir wieder zu den Märkten kommen, dann sehen wir, dass die zweijährige Anleiherendite, die sehr stark natürlich die Zinserwartungen bepreist, auf 1,5% gestiegen ist, 15 Basispunkte. Die ist also von 1,35 heute auf 1,50 gestiegen. Das klingt jetzt erstmal gar nicht so viel, aber wir sehen in diesem Chart, was da der Fall ist. Booms! Das ist ein Viagra-Chart des Sondergleichen. Inzwischen die Fed Fund Futures mit einer 50% Wahrscheinlichkeit, vor ein paar Minuten war das noch, dass die Fed auch einen 0,5er Schritt machen wird, also 50 Basispunkte, ein halbes Prozent, die Zinsen anheben wird. Hier sehen wir mal die Renditeentwicklung der 10-jährigen US-Staatsanleihe. In einem Chart von Sven Henrik. Wir sehen hier diese inverse Schulter, die nach oben auszubrechen scheint, über die 2% Marke. Und einer der Punkte, warum die Märkte sich dann trotz der schockierenden Inflationszahl heute nicht wirklich so richtig nach unten begeben wollten, zwischenzeitlich doch, aber dann haben sie das teilweise wieder aufgeholt. Der Nasdaq etwa ist dann ziemlich abgeschmiert, fast 2% gefallen, um dann genau wieder dahin zu kommen, wo er vor Veröffentlichung der Zahl war. Wir schauen mal, wie es weitergeht. Denn James Bullard von der St. Louis Fed hat da Schlimmes gesagt. Aber hier sehen wir, dass natürlich die Hedgefonds, die sind short und die haben schlechte Einstiege gehabt. Das hilft den Märkten ein bisschen, weil die dann sofort versuchen einzudecken, wenn die Kurse wieder etwas mehr in ihre Richtung laufen und Makrocharts. Und Sie wissen, ich will Ihnen ja immer auch eine bullische Message präsentieren, meine Damen und Herren, sagt ja, also die Hälfte der
Nasdaq-Aktien haben ein MACD-Buy-Signal gegeben. Das sei praktisch der Startschuss für praktisch jede Rallye in der Vergangenheit gewesen. Mal schauen, ob es so kommt. Wir werden sehen. Jedenfalls sehen wir, dass die Märkte sich ja erholt haben zwischenzeitlich. Warum? Sven Henrik bringt es vielleicht auf den Punkt und sagt, ja, die Märkte gehen davon aus, dass die Fed so die Zinsen anheben muss, dass die Konjunktur abgewürgt wird, die Wirtschaft abgewürgt wird, die USA in eine Rezession fallen und die Fed dann die Zinsen wieder senken muss. Man guckt also praktisch schon ganz weit hinter die Kurve. Macht nichts, wenn die erst einmal die Zinsen anheben. Sie werden später wieder dann praktisch senken müssen, gell? Und das ist Grund für eine Rallye, ne? Also man muss bei den Finanzmärkten manchmal um die Ecke denken, ne? Die sind einfach sophisticated, wie der Amerikaner sagt. Die sind, ne? Das ist also intellektueller Tiefgang vom Allerfeinsten. Und wir sehen jetzt eben auch, dass die Spreads, also die Renditedifferenzen bei den US-Staatsanleihen schon immer mehr in Richtung Invertierung neigen. Und eine Invertierung oder Invertierungen von solchen Zinskurven sind ein sicheres Indiz, so war es eben in der Vergangenheit, für eine Rezession. Die Renditedifferenz zwischen der 2- und der 10-Jährigen jetzt unter 0,5%. Und eigentlich wollte ich das Video schon längst gemacht haben, meine Damen und Herren. Dann kam plötzlich James Ballard mit der Aussage, wir könnten ja die Zinsen auch mal zwischen den Fed-Sitzungen anheben und überhaupt sollten wir die Zinsen jetzt im März auf jeden Fall um 0,5% anheben und wir sollten im Juli dann mindestens bei 1% Leitzins sein. Und das hat jetzt die Märkte dann doch ein bisschen zwischenzeitlich von dieser komplexen Theorie, die man entwickelt hat, die Fed hebt die Zinsen an, worauf die Konjunktur abschmiert, worauf die Fed dann halt wieder die Zinsen senken muss, was positiv ist. Gell? Man muss ja immer das Positive sehen, das Glas ist also viertel voll und nicht dreiviertel leer. Gell? Also insofern ist das natürlich eine sehr gute Überlegung. Das hat vorhin nochmal für richtig Bewegung an den Märkten gesorgt. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Aber hier sehen wir, dass global gesehen die Wirtschaft schon deutlich ab kühlt. Wir sehen, die Einkaufsmanager-Indizes werden bald folgen. Frühindikatoren sind jetzt nur noch in 32% aller Länder positiv. Das heißt, in 68% aller Länder zeigen die Frühindikatoren deutlich nach unten, was dann eben wahrscheinlich zu einer Abkühlung der Wirtschaft führt. Und kann die Fed dann in diese Abkühlung die Zinsen weiter anheben? Große Frage. Die Märkte hoffen, nein, das wird sie nicht tun. Aber schauen Sie erstmal heute auf zwei Artikel, meine Damen und Herren. Der erste, Inflation mit 7,5% auf 40-Jahres-Hoch. Da äußern sich Experten, also nicht solche Halodris wie ich, gell, sondern echte Experten geben da eine Einschätzung und eine sehr valide Einschätzung in Sachen Charttechnik. Was kommt denn jetzt auf die Märkte zu? Gibt auch Rüdiger Born. Beides werde ich Ihnen unter dem Video verlinken und wünsche jetzt das Allerbeste und sage Servus und Ciao.